Hey Leute, ich muss zugeben, ich benutze das Ganze hier ein bisschen gerade als Clickbait, aber das liegt einfach daran, weil gerade was Besonderes passiert. Und zwar geht der Charity-Stream auf meinem Twitch-Channel gerade los. Mehr Infos dazu findet ihr in der Beschreibung oder auf meinem Zweitkanal, wo übrigens das komplette Projekt hochgeladen wird. Es gibt viele Leute, die hier auf Titan 4 oder Varo 5 warten, aber Titan 4 ist jetzt zum Beispiel das Projekt, was auf mir auf dem Zweitkanal hochgeladen wird. Wer das noch nicht mitbekommen hat, dass es einen Zweitkanal gibt, ja, den gibt's. Veni Vidi Vici heißt der und der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Dort kommt komplett Titan 4 online. Wenn ich lange genug lebe, gibt's vielleicht ein Best-of auf dem Kanal hier oder irgendwelche anderen Highlight-Videos, aber die Uncut-Folgen, so wie ihr sie kennen und liebt, gibt's auf dem zweiten Kanal. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der ersten Folge, die hier online sein wird und schaltet einen Charity-Stream an und lasst ein paar Euro da. Wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zu Titan Staffel 4. Diesen Satz habe ich lange nicht mehr gesagt und es ist ein neues PvP-Projekt und an meiner Seite steht die Toni Reeft. Hi! Hallo, hi! Was geht ab? Du bist aufgeregt, habe ich gehört. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin doch gut aufgeregt gleich. Wenn es losgeht, dann nochmal mehr. Ja, wir haben hier eine nice Runde, nices Nostalgie-Feeling auf jeden Fall und Titan in einer neuen Version. Wir spielen in der 1.12, aber wir haben immer noch unser eigenes Kampfsystem mit Schild, Block-Hit und allem drum und dran. Und unser Plan für das erste ist jetzt gleich einfach mal weglaufen. Wir gehen nicht in die Mitte. Ja. Weil dahinter, zu dem Baum da. Genau, es gibt auch eine Änderung zum Respawn-System. Guckt aber noch nicht hin, sonst wissen die, dass wir da hinlaufen. Es gibt eine Änderung zum Respawn-System. Wir können direkt sterben, also es funktioniert am Anfang wie Varo. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen werden wir einfach mal laufen. Ich glaube aber viele Leute laufen, also ich sehe, es drehen sich schon viele um. Ja, drehen sich schon viele um. 5 Sekunden. Okay. Geht los. Okay, weißt du, was ein Domse laufen auch? Wir laufen einfach direkt. Let's go. Ich boxe ein bisschen, dass er Angst hat. Okay, ja, wir laufen einfach hier raus jetzt. Kommen wir da warten? Nee, ne? Doch, für Tränke können wir die brauchen. Aber es gibt genug mit, glaube ich, ja. Ein paar davon. So, wir laufen einfach raus. Niemand hinter uns. Ja, wir können den großen Baum hier abbauen einfach mal. Ja. Wir sollten fein sein, ja. Ich glaube, Domse hat super Angst bekommen, weil ich den geboxt habe. Wir bauen einfach mal zwei Holz ab und dann laufen wir weiter, okay? Okay. Ich mach dann eine Workbench vorne und dann machen wir uns beide Schwerter. Oh, hinter uns kommt jemand, aber ja, langsam. Wir laufen einfach mal. Bist du hinter mir? Ja. Okay. Da. Es sind Stegi, Hugo und noch irgendwer. Ich weiß nicht, die ob die Waffen haben. Ja, das kann gut sein. Ich nehme mir das Zucker direkt mit. Ja, nice. Brauchen wir einen für den Enchanter. Und du hast einen. Ah, ich hab. Yep. Warte, lass mich mal testen, ob ich dich boxen kann. Ich glaube aber nicht. Nein, Friendly Fire ist off. Warte, sind die noch da? Nein, ich würde jetzt hier kurz eine Workbench aufstellen. Direkt craften, ja. Wollen wir die Hühner dann direkt mitnehmen, aber ein bisschen Food? Ja, können wir machen. Mach dir mal ein Schwert auf jeden Fall. Aber wir haben hier die 5 Steak noch vom Spawn behalten, das ist eigentlich auch ganz gut. Das stimmt. Wir brauchen aber nur unbedingt Leder. Leder ist ja jetzt wichtig dann. Oh, da vorne ist wieder jemand. Das sind Basti Zockt. Da läuft schon jemand mit dem Schwert hinterher. Oh, sollen wir weg? Ja, nee, die sind weiter weg. Alles cool, alles cool. Okay. Aber ich würde trotzdem erstmal weggehen, weil ich will jetzt in der ersten Folge eigentlich ungern kämpfen. Lass schauen, ob wir noch Kühe finden und dann unbedingt runter. Aber nimm alles mit, was man essen kann, ja. Ja. Okay, Early Boy ist schon down. Ich habe mich gerade so erschrocken, kurz dachte, da wäre schon jemand, aber. Bist du. Sollte niemand sein. Ich laufe so ein bisschen Richtung Südosten, ne? Also hinten sind Schweine. Ich nehme auch ein paar Schafe. Ich nehme auch den einen Schaf hier. Das eine Schaf. Okay, okay. Ich bin dann einfach durch den Sumpf durch, ne? Okay, warte, Südosten. Wir haben hier noch nicht das neue Schwimmsystem übrigens drin, ne? Also im Wasser ist man super langsam in 1.12. Zeigst du deine Koordinaten? Ja, ja. Okay. Beziehungsweise ich kann sie dann im Video zensieren, falls es notwendig ist, aber. Da soll ich dann noch Zuckerraum mitnehmen? Ich glaube, wir haben genug. Ich glaube, wir haben genug. Okay, warte, jetzt müssen wir gucken, wo du bist. Ich bin einfach durch das Wasser. Durchs Wasser durch? Ja. Okay. Dann schwimme ich auch mal rüber. Ja, ich sehe dich auch, glaube ich. Super. Ja. Oh, ich hit hier die ganze Zeit noch so, als würde ich Craftic spielen. Wir haben ja kein Hit-Cooldown, das darf ich nicht vergessen. Aber wir haben aber nicht dieses schnelle Schwimmen hier drin, ne? Genau, ja, das ist eben noch die Version davor gewesen. Ich baue noch ein bisschen Holz ab und dann. Da hinten sind nochmal Hühner. Hühner sind auch halt auch relativ wichtig. Ja, ja, wir brauchen unbedingt Pfeile. Dann nehme ich die auch noch, ich gehe mal dahinter und hole die Hühner mit. Es sind aber schon einige Leute tot. Es sind echt schon einige tot, das ist halt richtig belastend. Ja, vor allem man stirbt halt jetzt instant auch, das ist halt crazy. Oh, da hinten sind Kühe, ich habe Kühe. Nice, sehr schön. Aber kommst du am besten mit, würde ich sagen. Ja, ich komme mit. Weil wenn da jemand ist, wäre scheiße. Ich nehme noch die Schweine mit, dann bin ich gleich bei dir. Mhm. Ich baue nochmal ein bisschen, ich mach mal kurz eine Pickaxe schon mal. Machst du dir gleich eine Pickaxe? Okay. Ja. Bin, ich weiß nicht, ob du mich siehst. Ich sehe dich, ja, ich komme gleich zu dir. Hast du schon eine Workbench oder soll ich noch eine machen? Nee. Ich habe die mal mitgenommen. Okay. Soll ich kurz uns schnell Steinschwerter machen? Ja, ja, kannst du machen. Ich stelle dir oben eine Workbench hin. Kannst du machen? Ich habe doch keine Workbench mehr. Ich mach kurz zwei. Ah, ich habe kein Holz mehr. Warte, hier ist Sticks. Sollten fein. Ah, da vorne sind die Kühe, ne? Das sind die, die du meintest. Ja. Sehr gut. Ich habe richtig viel Essen. Ich glaube, wir sollten fein sein fürs Erste. Ich habe 11 Fleisch. Und machst du noch eine Steinspitzhacke auch gleich? Vielleicht? Ja. Dann
habe ich. Ich glaube, du noch Sticks, falls du brauchst. Oh, guck mal, hier ist Eisen direkt. Können wir auch natürlich gleich mitnehmen. Ich würde aber jetzt nur die Kühe langsam holen und dann weg hier. Ja. Ich nehme das Eisen noch mit. Ja. Ich sehe gerade noch niemanden. Sogar relativ viel. Das wäre eigentlich richtig stark, wenn mir da jetzt direkt einen Eisenbrustpanzer machen würde und dann drauf gehen würde. Dave hat jetzt noch niemand Eisen. Wir sind safe die Ersten, die Eisen haben. Ja, willst du es direkt schmelzen? Dann müssen wir noch mehr abbauen. 10 Stück habe ich. Willst du es direkt schmelzen? Ich weiß nicht. Würde ich, glaube ich. Wenn wir dann jemanden sehen, dann ist... Ja. Mach hier mal. Ich geh mal die Kühe holen einfach währenddessen. Ja, okay. Falls irgendjemand kommt, laufe ich sofort zurück. Brauchst du ein Holz? Du kannst ja auch noch einen Baum abbauen. Ja, ich baue ab. Guck halt einfach nur, dass niemand kommt. Also, schau ein bisschen aufs Umfeld. Hm. Ich schaue einfach, dass ich hier noch die Kühe hole. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Okay, ich schau mal. Aber es kommt keiner zum Glück. Ey, das ist ja richtig stark. Ich glaube, so schnell hat jemand schon mal so schnell Eisen gefunden in dem Projekt. War krass. Das ist eine gute Frage. Wir müssen schauen, wie schnell wir Titan finden. Das ist dann wirklich wichtig. Aber Reed, ich würde sagen, wenn wir jetzt jemanden sehen... Also wenn wir jetzt Eisenzeug haben, dann sollten wir dann sollte eigentlich niemand uns angreifen. Ja. Ich mache ein Eisenschwert und ein Harnisch, oder? Ja. Okay. Dann bist du einfach erstmal der Tank, falls jemand kommt. Ich würde dann vielleicht auch direkt da, wo wir jetzt sind, runtergehen, oder? Also willst du dich einfach runtergraben oder wollen wir eine Höhle suchen? Nee, kannst du mir noch eine Spitzhacke machen? Eine Steinspitzhacke? Ja. Subi. Ich habe 6 Leder und genug Zucker da, also wir haben eigentlich alles. Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Start. Ich droppe die hier hin. Dann machst du noch kurz aufs Eisen auf und ich fange schon mal an, mich runterzumachen. Ey, wie viele schon ausgeschieden sind. Ja, das ist crazy. Können wir schon mal gleich ein bisschen Cleanstone machen. Ich baue hinter uns damit Erde erstmal zu, sollte auch gut sein. Das wird passen. Ja, ich droppe dir hier trotzdem schon mal. Ich droppe dir hier ein bisschen Kobbel, dann kannst du dann zubauen mit Cleanstone. Okay. Ja gut, nicer Start. Ja, war ein guter Start. Also wir sind nicht gestorben immerhin. Das ist schon mal wichtig. In Suro habe ich bisher immer bis Folge 2 überlebt. Versuchen wir den Rekord mal zu brechen. Hast du Kohle? Nee, oder? Nee. Nee, hab ich nicht. Ich mach kurz Kohle. Okay. Wie weit soll ich runter? Ja, gut. Am besten auf 11, oder? Ja, am besten auf 11. Nee, das spawnt genauso wie dir. Also genau selbe Ebene und alles. Ja, genau. Sollte. Ey, krass, wie viele sind denn schon tot? Ja, die Hälfte ist es nicht ganz, aber ein paar sind schon, ja. Oh, ich bin echt auch schon aufgeregt. Hätte ich nicht erwartet, dass mich das noch so packt. Ja, doch, ich bin auch. Da habe ich ja vorhin schon zu wenig gesagt. Für mich ist so ziemlich mein, nach Suro, was ja ein Livestream-Event war, mein erstes Minecraft-PvP-Event. Jetzt Phil ist ausgeschieden. Ich pack schon mal Essen in den Ofen, dass wir dann genug haben. Was hast du mit dem Eisen jetzt gemacht? Ein Schwert und ich habe noch 2. Okay, weil ich habe jetzt noch 6 Stück. Aber schauen wir erstmal, was wir damit machen. Mann. Obwohl, ich kann Schilder craften, glaube ich. Ja, ich mache Schilder. Ey, das wäre eigentlich gut, ja. Doch, das macht Sinn. Ey, da könnten wir eigentlich fast drauf gehen. Meinst du, da sind noch Leute, die wir killen können? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Oder ist was? Auf jeden Fall eine Höhle oder irgendwas? Warte mal, das ist auch ein bisschen leise. Ich glaube, an Minecraft ist auch die ganze Zeit ein bisschen laut. Ich bring dir mal dein Schild mit. Wo kommt's? Das sind auf jeden Fall Skelette. Ich glaube, ich warte mal eine Sekunde. Ja, habt ihr ein Schild hier gebracht? Danke. Oh, hier ist Kohle. Perfekt. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, hier rechts, glaube ich. Boah, hörst du das? Hier geht's ordentlich ab, ja. Da war... Gibt's andere Mobs? Nein, das war so ein Höhlengeräusch einfach. Glaube ich. Oh, Spitzhacke kaputt. Warte, ich geb dir meine. Ja. Das war ein ganz weirdes Geräusch gerade. Aber wo ist die Höhle? Ey, das ist kein Höhlengeräusch. Das ist was ganz Komisches. Hä, was hast du denn? Das ist die Fledermaus vielleicht? Ach, ein Villager-Zombie. Ah, okay. Den habe ich gar nicht gehört. Soll ich das Eisen Da ist jemand, da ist jemand. Über uns ist jemand. Können wir hin?
kann die Namen nicht sehen, wenn ich ranzoome, verschwinden die, hä? Ich glaube, die haben mich, ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Das sind zwei längere Namen. Gehst du lang, bist du langsam nach oben gegangen? Ich bin am Sneaken, ich bin am Sneaken noch. Also ich, ja, bin, ich bin hier oben beim Ofen. Ja, die laufen jetzt vorbei, glaube ich, aber. Wollen wir die nicht holen? Wir haben ein Schild. Und Eisenschwert. Ich weiß es nicht. Du kannst ja auch noch ein Eisenschwert machen. Ich habe ja noch Eisen. Ich kann die Namen nicht sehen, die verschwinden immer wieder. Ich wüsste gern, wer es ist. Sind hier oben rechts in die Richtung, wo ich gerade hingucke. Aber... Da, ich sehe die auch. Kannst du lesen, wer das ist? Die verschwinden immer wieder so, ne? Die sind wieder weg, ja. Entweder sneaken die ganze Zeit oder... Keine Ahnung. Ja, ich denke, die sneaken auch. Weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Ich weiß... Ey, wir haben gerade... Also gerade haben wir einen Equip-Vorteil. Also ich meine jetzt nicht kranken Equip-Vorteil, aber schon. Also wenn wir uns nicht schlecht anstellen. Ja... Aber wir kriegen nichts draus. Was? Also wir kriegen Kills, aber wir kriegen halt keine Equip. So. Aber da kann man schon mal zwei Köpfe, das heißt, wir können schon mal ein Teammate wiederbeleben, falls einer... Ja, ich weiß nicht, willst du kurz rausschauen? Okay. Ich habe hier aber zugebaut. Hast du eine Spitzhacke? Du musst dir das Granit abbauen, die zwei Blöcke. Soll ich dir das Eisen schnell droppen im Notfall noch? Wie viel hast du noch? Zwei, oder? Ja. Ja, dropp mir das kurz. Mach mir kurz noch Eisenschwert. Ich kann auch noch Schuhe machen, ich mach mir noch Schuhe auch. Mhm. Das heißt, wenn einer von uns drauf geht, haben wir dann zwei zu wiederbeleben. Ja. Wo muss ich denn hier raus? Hier einfach die Adapter, ne? Nach oben noch. Da geht's raus. Sind 5 Minuten gekickt? Oha. Die waren hier hinten irgendwo, ne? Lass mal hier hoch. Bist du hinter mir? Ja. Irgendwo hier waren die, aber ich sehe die jetzt auch nicht mehr. Das sind halt Mobs draußen hier. Jetzt schon, ne? Ich dachte gerade, Mel geradeaus, dachte ich. Hier, ja. Irgendwo hier. Ja, da, so dachte ich, ja. Aber die sind safe runtergegangen, weil hier überall Mobs sind, oder? Da hat niemand das, den Bambus abgebaut. Ich schau gerade, ob ich die sehe, aber ich sehe nix. Ne, ich sehe gar nichts. Sehe auch nix. Okay, dann gehen wir wieder rein. Ja. Boah, würde mich voll interessieren, wer das war. Würde mich auch interessieren. Zwei längere Namen, aber wir hätten gerade einen guten Equip-Vorteil gehabt. Ich baue noch kurz einen Baum ab, wenn wir schon draußen sind, ne? Ja, okay. Soll ich auch noch? Vielleicht ja. Noch. Aber guck dich halt um währenddessen, ne? Oder ich guck lieber und du baust ab. Ich baue so vorsichtig von hier oben ab. Ein bisschen Holz noch mitnehmen, dann nicht schlecht. Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, ich würde Namen sehen, aber... Ja, ja. Das ist diese Paranoia, die man im Projekt einfach hat. Okay. Die sollen ruhig herkommen. Ja, lass wieder rangehen. Hast du Erde zum Zubauen? Ja, oder? Ja. Okay. Hast du die ganze Höhle zugemacht? Ja, ich habe ordentlich zugebaut. Okay, okay. Soll ich einen Ofen? Ja, nimm das. Mit. Ja. Ich habe noch 11 Fleisch und noch 3 Hähnchen da, glaube ich, erstmal. Ich habe noch richtig viel rohes Fleisch, also... Okay, nice. Hier links ist irgendwo eine Höhle. Ja, ja, hier unten. Hier. Hast du die schon gefunden, die Höhle? Ja, ja. Okay. Da sind aber auch Skelette. Na gut, aber immerhin haben wir Schild schon mal. Müssen wir vorsichtig sein. Im Creeper. Ja. Da ist schon dieses gelbe Ohr. Zitrinen? Ja, nice. Können wir abbauen mit Stein? Ja, solltest du mit Stein abbauen können, glaube ich. Hier oben ist Eisen. Nehme ich direkt mit. Ja. Nee, geht nicht mit Stein. Geht nicht? Okay, dann müssen wir es mit Eisen machen. Aber ich habe hier direkt Eisen. Nice. Du hast den Ofen. Sollen wir zwei Ofen machen? Warte, kannst du noch einen machen. Ich hab brauch ein Crafting Table. Ja, stell ich dir auch. Gib dir mal das Holz, damit du das Holz hast. So, hier. Okay. Ich schau, ob ich noch mehr Eisen finde hier, aber nee, hier ist nichts mehr. Hier oben ist aber noch eine Menge Zitrinen, damit können wir auch arbeiten erstmal. Ja, da unten ist auch noch. Ja. Gut. Doch, ist doch eigentlich schon mal ein ziemlich solider Start. Ja. Beschweren kann ich mich da nicht. Hier ist richtig viel Zitrin. Also wir haben auf jeden Fall beide Full Zitrin, glaube ich. Wenn wir das ist vergleichbar mit Eisen? Ja, oder? Das ist genauso gut wie Eisenrüstung. Ja, für die Zuschauer noch kaum was erklärt. Bei dir wissen die meisten wahrscheinlich. Ich glaube, dass ich... Die Teamnamen noch gar nicht richtig geleakt. Ja, stimmt. Noch gar nichts. Ja, willst du dazu was erzählen zum Teamnamen? Ja, wir haben gedacht, wir machen Teamnamen, Hashtag Sprachfehler. Weil sich die Leute, also bei wenig joken die Leute ja sowieso und bei mir joken sie immer wegen dem... Das alles, was bei mir auf ER endet, ist tendenziell immer
Und DT und BP ist bei mir auch dasselbe, von daher. Aber wo kommt das her bei dir? Ist es einfach. Ich glaube, das ist. Ich komme aus Aschaffenburg und das ist Nähe Frankfurt, aber ich glaube, das ist wirklich gefühlt nur in Aschaffenburg so, dass die Leute so reden. Echt? Okay. Ja. Wenn da Leute auch aus Aschaffenburg sind, dann wissen die auch immer schon Bescheid und wissen so, hä, kommst du aus Aschaffenburg? Und so, ja. Kein Plan. Also, wir haben jetzt actually so nicht aufgefallen, aber ich glaube, den Leuten im Twitch-Chat fällt immer mehr auf. Ja, ja. Die lachen dann immer. Ich kenne das. Und willst du Titan eventuell kurz zusammenfassen, so grob? Ja, also grob gesagt, es ist einfach wie Varo, nur dass es gemoddet ist. Also es ist einfach ein PvP-Teamprojekt. Wenn man stirbt, ist man raus und es gibt halt dementsprechend dann ein Gewinnerteam. Folgen sind 15 Minuten. Aufnahmeprojekt halt, wie man es kennt. Und das Spezielle ist halt, dass es gemoddet ist. Also wir haben 3 neue Ores. 3 neue Rüstungen, 3 neue Arten von Schwertern, man kann Schwerter mit Potions verzaubern, dann gibt es noch ein paar andere Kampf-Items, die wir in den nächsten Folgen alle zum Glück herzeigen können, denke ich. Ich hab Bock auf Roleplay. Einfach falsches Projekt. Status Roleplay. Wahrscheinlich angezündet, oder? angesteckt. Ja, und theoretisch, man kann auch wiederbelebt werden, theoretisch, wenn man 2 Köpfe hat. Köpfe kriegt man, wenn Spieler sterben. Und ich glaube, es gibt 3 verschiedene Ores, ne? Das Nether Citrine ist das erste, was wir jetzt schon gefunden haben. Nether Ore und Titan Ore, genau. Und Titan. Titan ist dann richtig nice. Okay, wo bist du ungefähr? Ich bin bei den Öfen. Ja, ich komme gleich zu den Öfen zurück, zu dir. Okay. Achso, ich werde meine Folgen in ganz klein wenig cutten, aber für alle Leute, die es gerne uncut haben, ist immer in der Videobeschreibung die Uncut-Folge. Ja. Bei allen Teilnehmern. Okay, nice. Das war die erste Folge, wir haben überlebt. High five! Wenn wir jetzt Folge 2 überleben, dann haben wir schon mal mein Suche-Rekord geknackt. Ja, nice. Dann Leute, lasst ein Like da. Checkt. Kommt jetzt daily? Toni aus. Kommt daily, ja. Auf jeden Fall. Und Uhrzeit schauen wir noch. Machen wir uns noch aus, denke ich. Aber die erste Folge ist mal 12 Uhr und dann schauen wir mal eben, wie es weitergeht. Und wir werden ordentlich rasieren, Leute. Wir werden ordentlich rasieren, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in Folge 2 wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, Leute. Ciao.